Hallo, junge Dame. Looking for trouble? Nein, ich will keinen Stress haben. Keine Panik. Nee, ich guck nur rum. Well, keep those eyes up and turning, or I'll set them spinning. Got no time for gawkers, or anyone looking for something I ain't selling. Okay. Ich könnte mal hier fragen, ob ihr alles okay ist, aber wenn sie uns fast abmurksen will, wie wär's mit dem Drink? Genau, wie wär's damit? How about a drink? How about a couple is what you mean. Drinking to forget, and it's only getting me mad instead. Whiskey always gets my temper up now more than ever. Drinking used to cause all sorts of trouble back west. Before I punched enough people, that is, and they learned to lay low when the whiskey hit. Sie ist also nicht nur ein Cowboy, sondern auch noch ein Schläger, wenn sie besoffen ist. Was, Back West? Was im Westen? Was da? Yeah, if you couldn't tell, I'm not from around here, and I'm not NCR. I run a caravan. Or did. Lost my caravan heading north. The driver burned to ash. And they didn't even take the cargo, they just burned that too. Okay, und warum haben die jetzt die ganze Ladung von deiner Karawane abgefackelt? Fragezeichen? My guess is Legion. They're trying to cut NCR's supply line, and the Mojave outpost is proof. Got us locked up tighter than a New Vegas virgin. No caravans in, out, and just try arguing with Jackson about it. Roads aren't safe, he says. No shit, you washed out old fuck up. I didn't need a Brotherhood scribe to tell me that. Sie ist ja sehr, sehr nett. Ja, okay, ich habe noch nicht getroffen. Meint sie jetzt Jackson? Mr. Cowboy vielleicht? Meint sie den? Jackson won't let me head north. It's not safe. And even though my caravan's gone, my caravan papers are keeping me here. So if you came here for work, my advice? Go find the Crimson Caravan Branch south of Vegas. They can help you out. Okay, damit haben wir jetzt schon was erfahren. Nee, already cleared the road to Fort Jackson. Naja, also, wir haben ja so nicht alles fertig. Ich bin jetzt mal weg. You take care now. Ja. Also, wegen ihr, glaube ich, kommen wir auch zurück, wenn wir hier oben ein bisschen was erledigt haben, weil wir haben ja noch nicht so viel getan. Und wir sind auch noch immer überladen bis zum Anschlag. Eigentlich suche ich hier eine Möglichkeit zu pennen. Oh, bitte lass mich hier pennen. Nein! Nein! Oh, da kann ich schlafen. Gut. Bis morgen. Einfach mal bis morgen. Ha. Endlich mal ausschlafen können. Gut. Wie ist unser allgemeines Befinden eigentlich? Morning. Ja, morgen. Moment. Lass mich jetzt mal gucken. Wir haben jetzt erstmal gut geschlafen. Das ist schon mal sehr schön. Wir brauchen was zu essen und wir brauchen was zu trinken. Hauen wir uns erstmal was rein. Wir haben eh viel zu viel zu schleppen dabei. Gecko-Steaks. Ich hoffe nicht, werden die nicht schlecht mit der Zeit. Sonst habe ich echt ein Problem. Kojote-Tabak? Nein. Wo ist das Gecko-Steak? Gecko-Steak. Immer mit minus 85. Nehmen wir mal zwei hiervon. Und wie so oft, saufen wir ein bisschen was von dem Wasser. Ich habe hier links so eine Wasserstelle gesehen, so würde ich davon was nehmen. Purified Water, da war's doch. Wir sind immer noch gut überladen, aber wir sollten uns jetzt wieder topfit sein. Wir sind topfit. Hey, howdy und hallo und wer ist das da hinten? Die Person hat keinerlei Klamotten an. Danke. Karam, ja? Prim has a new sheriff. That should keep the powder gangers away. Ich weiß, den habe ich selber gebaut. Beziehungsweise gebaut, ich habe programmiert. Aber vielleicht, wenn das von der Karawane jemand ist, vielleicht ist draußen hier ein Händler. Vielleicht ist draußen ein Händler. Gleich mal hinschlürfen. Langsam, aber sicher. Oder du, kaufst du vielleicht irgendwas? New face in the outpost. Must have come from the north. So, what do you have? Trade. Take a look. Yeah. SMG Max, aber das ist eine, was für das?
12,7 mm Stacked Magazine. 6 mehr Schuss für Magazine für 3000 Credits. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Laserpistole Recycler. Oh, das wäre jetzt schön. Wir haben nur die Plasma. Wir haben nur die Plasma-Version davon. Schade, das ist für Laserpistolen nur. Damit würden Schüsse selbstständig sich wieder aufladen. Das wäre natürlich super. Da könnte ich das Ding durch die Bank immer benutzen. Extra Upgrade für Pistolen. Nein, das wollen wir nicht. Mal gucken. Vielleicht mal so Waffen sortieren erstmal. Revolver. Nee. Oh, das sieht interessant aus. 24 Schaden plus Bonuschance auf Crit. Das ist ja pervers. Aber 1600 Caps. Nein. Submachine, nein. Egal. Wir werden jetzt erstmal die Service Rival los, weil die nämlich viel zu schwer ist an uns. Service Rival weg. Gut, jetzt kriegen wir schon ein paar Caps dafür und verlieren jede Menge Gewicht vor allem. Kann ich irgendwas anderes loswerden, was unbedingt weg muss eigentlich? Die Plasma will ich behalten, den Granatlauncher will ich noch behalten. Wir werfen noch ein bisschen Dynamit über Bord, glaube ich, weil das ist zu viel. How many? Ich gebe mal 10 weg. Genau, das ist okay. Achso, kann ich von denen was zu essen kaufen? Purified Water vielleicht. Oder hier. Dort Dirty Water und Doctor's Bags brauche ich vielleicht. Eine? Ja, okay. Purified Water auch mal 2. Okay, jetzt hätte ich das direkt also auf einmal machen können zwar. Aber was soll's. Okay, kannst du mir vielleicht noch was Gutes erzählen von dem Außenposten hier, wenn ich gerade dabei bin? Not too much. A lot of caravans going nowhere. A lot of troopers going nowhere too. Few prospectors here and there, but they don't do more than stink up the place. Everybody's backed up here. You'd think it'd be good for business, but most of the traders are tight with the caps, even the larger caravan outfits. Okay. Irgendwelche Arbeit hier außenrum vielleicht? Work around here? Might check with Jackson in the main building, or Ghost up on the roof above, but watch out. She's, well, she's kind of a bitch. Don't tell her I said that, though. Might take a bullet some night when I'm going to the latrine. Gut zu wissen, gut zu wissen. Fine, then. Schön, dass er noch die... Nee, wirklich, ich bin nur überladen. Ach, bitte. Wie kann das sein? Ich hab doch wirklich jetzt... Ich bin noch alles los. Warte mal. Der hat uns noch irgendwas anderes in die Hand gedrückt. Das war... Genau das hat er uns gegeben. So Foodboxen sind das. Die wiegen 5. Jetzt weiß ich, warum ich völlig überladen bin. Aber wisst ihr was, dann tue ich die Gecko-Sticks vermampfen jetzt noch alle. Und noch einmal Purified Water saufen. Darf ich jetzt bitte nochmal mich bewegen? Ja, danke, danke. Aber wir haben für ein riesiges Paket an Essen dabei. Das ist schon mal super. Tag. Endlich Tag und wir können weiter marschieren. Aber weiter marschieren. Wir können uns jetzt erstmal noch umsehen. Wer läuft hier so rein? Kollege? Hello there. It's good to see a friendly face. I almost took you for a raider, I did. Name's Malcolm. Malcolm Holmes. Don't suppose you'd care to trade. I'm missing a few essentials and... screw this. Lying just ain't in my nature. I'll tell it to you straight. I've been following you for a good bit now. Du folgst mir die ganze Zeit? Warum? It started off innocently enough. I was traveling, as I often do, and happened to observe you picking up one of those blue star caps. You didn't show any reaction to it, so I figured you didn't know what you'd gotten your hands on. Ich habe also irgendeine Caps aufgehoben, die speziell sind, Fragezeichen? Was soll so speziell daran sein von diesen blauen Caps? There's an old wasteland legend that says somewhere out there is a fabulous treasure from before the war. Those caps with the blue star on them, the tale goes, are the key to that treasure. They're called Sunset Sarsaparilla Stars. Sunset Sarsaparilla Stars. Aha. Das soll irgendwie so ein legendärer Schatz sein, der Schlüssel dazu, die Dinger. Okay. Von was für einem Schatz reden wir eigentlich? No one knows. Money, weapons, water. It is, or maybe was, something of value. And that's enough to get people motivated. Es soll was Wertvolles sein. So sammelst du jetzt auch diese Caps-Dinger? Nah, I gave it up years ago. Too dangerous. And even if I did still collect them, I'd tell you the same. There's people out there so mad with the idea of treasure that they'll attack strangers just on the suspicion that they have some of those caps. Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich es will, aber ich kann ja mal fragen, wo finde ich noch mehr von diesen Caps? All over the place. The easiest place to find them is unopened bottles of Sunset Sarsaparilla. You'd think they'd all have been picked clean by now, but somehow new bottles keep appearing in the machines. Some say it's old Festus that does it, hoping someone will finally collect enough caps to earn the treasure. Other than bottles, you'll just have to scavenge. You can find caps in the unlikeliest of places, and Blue Star caps are no exception. Wem meinst du jetzt gerade der Name Festus? Wer soll das sein? It's said that the treasure is guarded by a man named Festus, and he's the one who asked for the Blue Star caps. It's also said he's been around since the war, standing a lonely vigil, waiting for someone to come and take the treasure off his hands. That'll make him pretty damn old, but I've met a few people in my travels who claim they actually met him, and they weren't the lying type either. Okay, danke für die Info und tschö. No problem. If you do end up trying to collect more stars, watch out for a man named Alan Marks. He's killed several people for their stars already. Oh ja, klasse. Jetzt läuft noch womöglich irgendein Spinner in der Nähe, der wegen mich mit dem Flaschendeckel abmurksen will. Jetzt ist mir der Name auch endlich mal eingefallen. Die ganze Zeit, wenn ich hier rumlaufe, das ist ja schon ein bisschen länger, überlege ich, was Caps nochmal auf Deutsch heißt. Ja, Flaschendeckel natürlich. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt nicht drauf gekommen bin selber, aber gut. Ne, manchmal, ne? Da überlegt man stundenlang auf irgendwas rum und auf einmal so, ach stimmt, ist doch ganz normal und ganz klar und einfach gewesen. Moment, jetzt könnte ich eigentlich mir, ach nein. Komm, hier die ganzen abgefragten Dinger hier, da ist bestimmt nichts mehr Gescheites drin. Ich suche höchstens da mal durch, wenn ich irgendwelche Schrottteile brauche, um irgendwas zu basteln, aber ich glaube so, Ich glaube, ich kann mal so einen beiläufigen Blick reinschmeißen. Okay. Zum Beispiel hier. Leere Toolbox, natürlich. Warum soll er auch voll sein? Da vorne wollte ich eigentlich noch gucken und da waren ja die Skorpione. Beziehungsweise irgendwo hier vorne müsste so eine kleine Ecke sein, die ich gesehen hatte. Und deswegen gehe ich auch hier oben drauf. So, von hier. Wenn jetzt von hier aus Skorpione wären, dann könnte ich natürlich locker flockig so wegsnipern. Oder? Oder nicht? Da ist einer. Ich glaube, ich treffe den überhaupt. Doch! Sneak Attack hits the critical. Ist der tot? Mal ernst, ich möchte das nicht wirklich ausprobieren. Rausfinden, indem ich da hinlaufe. Wenn da jetzt mehrere Skorpione sind, die machen mich direkt einen Kopf kürzer. Oh, wartet mal, da vorne ist noch so ein Wagen. Da kann ich mich draufstellen. Wer bist du? Wer seid ihr? Hey, wartet mal. Hey, wartet mal. Stopp. Halt mal. Stopp. Hey there. Need anything? Ja. Zeig mal, was du zu handeln hast. Sure, here's what I got. Ne, da muss man so, Händler muss man, ich wollte mich gerade sagen, wer zum Henker, ich habe gerade so Geräusche unter mir gehört, dachte ich mir, hey, wo kommt die auf einmal her? Oh, ja, okay, das ist für eine Kettensäge, wir sind Teil. Hunting Rival, okay, jetzt wieder für so einen Jagdrevolver, so ein Ding. Power Fist, du bist der gleiche Typ von letztes Mal, kann er sein? Irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor, wo du hier verkaufst. Kann ich mir irgendwas in die Hand drücken, was ich hier nicht mehr haben will? Diese Food-Pakete vielleicht, oder And Meat, weil das alles nichts wert. Das kostet alles nichts. Das war doof. Das ist alles nichts wert, außer vielleicht das hier, Super Stimpaks. Irgendwas anderer Crap. Fission Battery. Ich glaube, die will ich behalten, wenigstens eine. Und der Rest, nee, will ich nicht verkaufen. Hier für so ein Blade-Stück. Das wiegt. Ach, das wiegt jetzt auch nicht viel. Ach komm, vergiss es. Watch out! Was? Wo? Oh. Da sagt er Watch out und. Das sieht ja schon sehr extrem aus. Vieh. Aber die laufen gerade darüber. Irgendwie. Indirekt. Ich will da ja auch hin. Oh. Oh. Schreck mich nicht so. Was da los?
Genau deswegen will ich nichts mit Skorpion zu tun haben. Der lief jetzt noch sehr langsam auf mich zu. Aber wenn so einer mich mehr erwischt, dann bin ich Jachtwurst. Dann bin ich absolut Jachtwurst. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen vorwärts hier. Mann, 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 Mann. Und hier, die haben ja auch nicht wirklich geholfen, die Freds gerade. So. So, von hier aus haben wir doch sehr viel besseren Blick auf die Sache hier vorne. Wenn hier noch ein paar Skorpione rumhantieren. Wenn. Ich bin mir sicher, da ist doch schon einer. Okay, der erste ist schon mal down. Also der zweite in dem Falle. Da. Da bewegt sich doch was. Seht ihr? Wenn hier die Skorpione mich Nahkampf erwischen, dann sofort der Tropfen mich durch. Ich weiß, doch, ich treffe ihn. Okay, wo ist gerade sein? Ich treffe ihn überhaupt. Jetzt bist du auch gleich tot. Mir ist es lieber, wenn ich ein paar Schüsse mehr verbrauche und davon weiter wegstehen kann. Bewegt sich da jetzt noch irgendwas? Du warst tot. Da. Ach du Schande, das ist noch ein größerer. Wie viel Sinn hier bitte? Ich glaube, den treffe ich von hier aus gar nicht richtig. Oh, hier sind noch welche. Ach du Scheiße. Ich treffe den aber schon. Batsch, tot. Okay, die restlichen Skorpione, wenn hier noch welche sind, hoffentlich... Jetzt müsste ich runterfallen, direkt so 3-4 neben mir stehen haben. So, ich will mich hier mal kurz vorne umgucken. Apropos umgucken. Wir nehmen besser eine Waffe dafür. Pistole. Ja, warum nicht? Nehmen wir die Pistole. Was? Wo? Wann? Oh, Schock. Denke ich, ob Wunder ist, was jetzt auf mich zukommt. Dann kommt hier so ein kleiner Miniskorpion davon auf mich zu und sagt so, hey, ich mach dich kaputt. So, nee, machst du nicht. Aber ich glaube, ich muss mir die auch gar nicht genau angucken. Ich muss eigentlich nur hier vorne ins Haus laufen gleich. Mhm. Ich fühle mich gerade wie im Land der Raketenwürmer. Irgendwie immer ständig will man wo drauf springen. Zumal ja nicht auf dem Boden steht, aber ja. Man sieht ja einfach mehr. Man sieht einfach viel, viel mehr, wenn man irgendwo drauf steht. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Dosen. Sunset Sarsaparilla habe ich leider keinen Platz für, sonst würde ich es mitnehmen wollen. Mais will ich es auch gerade nicht haben, okay. Ganz kurz nur einen Blick da reinschmeißen, nicht, dass da was Wertvolles drin ist. Und ich lasse es hier liegen, das muss ja nicht sein. Flaschen. Mehr Flaschen zum Saufen. Okay, am besten, egal was es ist, es muss schnell umfallen. Nehmen wir lieber das Schrotgewehr. Nix hier, außer so ein Gumdrop. Mehl. Das ist ja ein Witz. Oh. Ein paar Caps, die nehme ich noch gerne mit. Was stand da gerade? Irgendein Journal von irgendwem. Nehmen wir das ruhig mal mit. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Wenn es nichts wiegt, vielleicht ist es ein Quest-Item, muss ich vielleicht irgendwo mal abgeben. Nehmen wir alles mal mit. Keine Ahnung, lese ich mir irgendwann mal Gelegenheit mal durch. Das ist jetzt irgendwie wenig. Nein, ich brauche 50. Schlösser öffnen, na super. Energiezellen. Oh nein, nicht Energiezellen. Medix. Mhm. Ah, okay, das nehmen wir mit. Dirty Water. Okay, können wir irgendwas mampfen vielleicht schnell? Ich bin auch ständig irgendwas am Essen. Hey, ich hab wenigstens was zu beißen. Ich hab wenigstens was. Nicht purified water, muss ich sein. Irgendwas bei mir, was irgendwie weg kann. Turbo, nein. Melee-Shard, nein.
Das sind alles so Einweg-Buffs, nur kurzweilige. Das will ich alles nicht benutzen. Jetzt nicht. Nicht hier. Nicht so. Oh, warte mal. Habe ich nicht irgendwas zum Schlösser öffnen, so ein Ding? Da kann ich vielleicht die Tür hier, das Ding einfach mal aufmachen, damit ich nicht zurückkommen muss. Moment, das ist Schleichen nur. Nahkampf. Science, kurzweilig. Ich glaube, das will ich hier nicht so verschwenden. Oh, Locksmith. Ja, das nehme ich mal. Wo mal. Wie hoch ist das überhaupt? Plus 20. Und ich habe jetzt Schlösser öffnen, ein Skill von... Läuft. Wenn ich mir doch reinschmeiße, klappt das genau. Nicht Programmer, wo war's? Bin ich jetzt rauf oder runter gegangen gerade? Shit. Hier ist Melee, das muss ja so über mir sein. Science, Lockpick. Hier sind wir kurz so ein Buch und dann... Aha! Schnell! Schneller. Danke. Munition, jede Menge Munition. Ich bin völlig überladen natürlich leider. Chinesische Pistole und Silencer-Pistole. Die lassen wir einfach beide mal hier. Vielleicht lassen wir irgendwas anderes dafür hier auch. Wisst ihr, wir lassen jetzt ein paar von den Dynamitstangen hier. Lassen wir mal so 4 Stück hier liegen. Besser ist das. Gut. Auf geht's. Was ist das? Oh, das ist einfach nur so ein Zeug mit Müll drinne. Brauche ich nicht wirklich. Gut, dann gucke ich da vorne noch kurz rein, weil ich eben oben drauf gestanden habe. Ich ja nicht gesehen, was oben drin war. Aber wahrscheinlich, glaube ich, kann das alles ignorieren. Nope, kaputten Holzkisten. Oder Munitionskisten, rostige. Oh, wirklich? Stealth Boy, her damit. Energy Cells, her damit. Nehme ich eigentlich alles. Ja, nehme ich alles mit. Jetzt muss ich ein paar Sachen hier lassen. Oh Mann. Aber Energiezellen sind so cool. Ich glaube, ich benutze die jetzt auch endlich mal zum Schießen. Nehmen wir mal hier. Energy Cells. Nein, Energy Cells, danke. Ah ne, warte mal, ich packe die gerade rein. Warte, stopp. Das war jetzt nicht, was ich wollte. Ist jetzt. Moment mal. Hier war noch aufgewertet gewesen, jetzt das Gewehr, oder? Ja, gut, kein Problem. Okay, jetzt benutze ich das Ding, was Energiezellen verknallt halt. Ich glaube, so eine gute Idee. Oder haben wir andere Knallen, die besser dafür sind? Was ist denn mit der Fusionsplasma? E-Zellen, nehmen wir das. Besser. Jetzt schmeiße ich irgendwas über Bord hier. Kann irgendwas hier, komm, schmeiß jetzt irgendwas hier rein. Irgendwas. Vielleicht die Fusionszellen. Warte mal, was ist denn hier? Oh, 222. Ist mir klar, warum ich das so schwer habe. Oh. Die Granaten wird auch verknallen irgendwo. 10mm Rounds. Habe ich 9mm irgendwo rumliegen, so viele? Die wiegen auch einiges. Lass mal ruhig mal die Hälfte hier. Oh, das reicht nicht. Dann vielleicht noch Armor Piercing Rounds oder die normalen. Armor Piercing, dafür weniger Schaden. Ich glaube, mich normalen hier lassen vielleicht, die Hälfte. Oh, wisst ihr was, das machen wir so nicht. Wir werfen jetzt irgendwas hier so in die Pampa. Schaut's voll. Dynamit, nein! Nein! Ich will hier nichts hinwerfen. Ah. Ich fresse gleich Sugarbombs hier. Kann ich mir nicht irgendwie Drogen einschmeißen, damit ich ein bisschen stärker bin für kurze Zeit? Geht sowas vielleicht? Buff auf. Stärke, bam! Drogen. Lecker. Weiter geht's. Junge, was habe ich denn hier? Einen halben Motor? Ah, okay, es soll halt irgendwie Schaden machen. Plasma, okay, nehmen wir es einfach mal hin. Jetzt gehen wir mal schnell Richtung Nippen. Vielleicht verknall ich ja gleich jede Menge Schüsse. Wer weiß das alles schon. Der Bonus von dem Schlösser öffnen ist jetzt weg. Ich sehe sonst nichts. Oh shit, was liegt da vorne? Oh kacke, wie groß ist das Teil? Das sieht ziemlich kaputt aus. Glücklicherweise. Ach du oh shit. Da war doch noch so ein Vieh. Oh, Schiss. Da kommt noch mehr als nur ein Vieh.
Meine Fresse, jetzt kommen die alles oder was? So, haben wir es jetzt durch. Nein? Haben wir es bitte jetzt durch. Oh Mann. Ich glaube, ich sollte einfach weiter marschieren. Vielleicht ist das einfach besser. Hat eh nichts bei sich. Shit. Jetzt will ich den Krieg anfangen mit Ameisen auf dem Weg hier noch. Oh, da kommt wirklich noch mehr von denen. Ich hoffe lieber mal schnell weiter. So, okay, das sind schon mal Raben da vorne. Schön, schön. Okay, es sollte ja wirklich hier nichts mehr sein, großartig. Ich weiß nicht, wie es mich aufhalten wird. Mal gucken, wie das hier so läuft. Oh shit. Mehrere Menschen. Granatenrifle. Scheiße, aua. Au, oh, fuck, what? Oh. Oh, weia. Schnell mal. Oh, ich kann kaum was lesen. Schnell mal. Kopf, Kopf. Arm. Keine Doctor's Bag mehr. Shit. Das war knapp. Diese Penner. Oh Mann, ich muss mich doch mehr ranschleichen an die ganzen Geschichten hier. Okay, was tut du Tolles bei dir? Lederarmor zum Abri meiner. Jawohl. Mitnehmen. Drogen. Dirty Water kannst du behalten. Danke. Gut, dann schnell mal die Sache repariert kriegen hier, die Rüstung, solange ich nämlich noch halbwegs dieses schleppen kann. Das reparieren. Mit der anderen. Ist die eigentlich besser als meine? Nö. Glaube ich nicht. Gut. Was habt ihr hier vorne alle vorgehabt? Pistolen, ne, das ist eigentlich ganz okay. Hier Zeug. Ich muss aufpassen, ich werde nicht zu viel mitnehmen. Whisky. Mhm. Warte mal. Macht mich Whisky stärker, Fahrzeichen? Stärker plus 1, nehme ich mit. Kann ich gleich Whisky saufen. Du hast eine Metall-Armor an. Oh, mit minus 1 Agility. Nee, danke. Magnum Rounds. Ja. Bottle Cap, ja. Cowboy Repeater. Das ist die Knarre von meinem Schrot. Das nehme ich dann mal mit, danke. Das war jetzt überschaubar. Ehrlich gesagt. Oh, bisschen Moon. Nehme ich auch gerade noch mit. Easy. Verbrenngranate. Easy mitgenommen. Mehr Loot. Minen nehme ich gerade mit. Oh, weil hoffentlich habe ich keine Minen hier irgendwo gelegt. Sonst wäre ich echt gleich tot. Oh, ein Feuer. Kann ich was Neues basteln? Nein. Ich kann nichts basteln. So ein Müll. Oh, ich hab eine neue Rezepte-Scheinbar bekommen. Oh, ich kann Resistance haben damit. Ich brauche eine Lederrüstung und verschiedene Lederarten von Geckos. Und dann kann ich mir eine neue Rüstung ausbauen. Aha. Homemade Sarsaparilla. Oh, ich kann mir eigenes Zeug basteln. Eigenes Gesöff. Wow. Das ist ja Zeug hier. Aber mir fehlt immer eine Sache dazu. Mist. Okay. Gut zu wissen. Dann gucke ich ganz kurz, was der Kollege da hinten rumliegen hat, der eben schon auf mich rumgeschossen hat. Das ist tatsächlich eine Falle hier gewesen. It's a trap! Ja, nehmen wir alles mit, danke. Elite-Rüstung, nein, Psycho, wiegt nix, nehme ich mit, danke. Xeno, irgendwas, nö. Nee, das ist ein Riesen. Holy shit, nein! Ein Auto, großer Skorpion, nein, komm, wie schnell der ist. Wie ein Rennwagen, düstert durch die Dünen. Oh shit. What the fuck? Wer schießt da? Niemand auf mich. Vorne stehen zwei, oder? Jetzt hocken sie sich. Jetzt schießen sie weiter. Was machen die da? Ich meine, aufeinander schießen. Das ist schon... Oh, fuck. In dem Zusammenhang tue ich mir sofort Whisky reinhauen. Schnell, wo ist der Whisky? Schnell, Whisky. Whisky. Diese Einstärke muss ich unbedingt mitnehmen. Was zum Henker passiert hier eigentlich? Hey, bleib mal stehen. Hey. Did you see that?
That guy was gonna kill me. Was? Wieso? Was wollte der? He kept shouting about stars or something. Does that make any sense to you? Vielleicht wollte er diese komischen Sunset Sarsaparilla Stars von dir, Fragezeichen? Some what? Never mind. I'm gonna take a few moments to compose myself, then head out. Thank you again. Ich hab nichts getan. Auf husch weiter. Okay. Ein Journal, das guck ich mir nochmal an. Sucker! Was? Was? What the fuck? Jetzt sag bloß, er will mich jetzt einfach angreifen. Es hat sich gerade gefangen, nur um mich über den Haufen zu schießen. Oder wie jetzt? Was gibt er, wenn es fertig ist? Spinner. Die sind alle verrückt geworden. Die sind alle hier verrückt geworden. Also, weißt du was? Ich lass mir nicht von dir in den Rücken schießen. Kann ich mir nicht erlauben hier, dass jemand auf einmal in den Rücken schießt. Ach, du hast ganz viele von den komischen Bottles dabei. War natürlich klar. Sie hat genug davon. Ja, sie hat definitiv jetzt genug davon. Das sieht aus wie eine Anlage. Wieso brennt sie überall? Irgendwie bist du noch ganz klar. Are you kidding me? Never felt better. Yeah. Okay, du hast irgendwie eine Lotterie gewonnen, Fratz. Bist du nicht bei der Powder Gang? Powder Ganger? What? I mean, yeah, used to be, sure. But not no more. Powder Gang is small time, man. I'm a winner. I won the motherfucking lottery. Welche Lotterie? What lottery? The lottery. That's what lottery. Are you stupid? Soll ich eine Waffe ziehen? Only lottery that matters. Oh, oh my God! Smell that air! Soll ich gerade eine Knarre ziehen, um dich kaputt zu schießen? Okay, was war? Lauf einfach weiter. Later. Later. Drehst dich auch einfach um und willst mich angreifen? Hm? Hm? Ne, schau mal nicht. Okay. Das sieht alles hier nicht gut aus.